Du weißt nicht, wie du Regen und trübes Wetter zur Fotografie nutzen kannst? Dann habe ich heute 5 hilfreiche Tipps für dich. Hallo, mein Name ist Silvio Oeser, ich bin Fotograf und Fototrainer und wünsche dir viel Spaß bei meinem neuen Video. Tipp Nummer 1 wäre, und das klingt vielleicht total komisch, ist aber so, bleib doch bei schlechtem Wetter drinnen und mach Dinge, die vielleicht schon länger anliegen, wie zum Beispiel die Pflege deines Equipments oder du planst ein Shooting voraus, beziehungsweise könntest du auch drinnen ein Shooting vorbereiten, wie zum Beispiel Kaffeefotografie, wo ich ein Video bereits gemacht habe. Schaut mal in meine Playlist rein, da liegt das Video auch drin. Du könntest aber auch einfach deine Fotos mal wieder sortieren, beziehungsweise Fotos generell bearbeiten und einfach mal die Zeit dafür nutzen. Tipp Nummer 2 wäre, schnapp dir dein Makroobjektiv oder das Objektiv, was du eben hast und ziehe los zum nächsten Wald und fotografiere Wassertropfen. Du wirst eine ganze Menge schöne Motive finden, wenn du dich ein bisschen umschaust. Man kann wunderbar Spinnennetze fotografieren, wenn auf Spinnennetzen so kleine Wassertropfen liegen. Auf Blättern oder an Blüten oder an Ästen werdet ihr eine ganze Menge tolle Motive finden. Und wenn du dich ein bisschen umschaust, wirst du bestimmt das ein oder andere tolle Foto dabei machen. Tipp Nummer 3 wäre, fotografiere Spiegelungen, und zwar Spiegelungen in Pfützen. Du wirst sehen, wenn es geregnet hat, findest du Pfützen, wo sonst kein Wasser ist. Und du wirst es nutzen können, um zum Beispiel Spiegelungen von Gebäuden, von Bäumen oder von Personen zu fotografieren. Das ist eine ziemlich coole Sache. Probier das mal aus. Da kann man auch besonders schön herumspielen, herumexperimentieren, was die Perspektive angeht. Bereits mit Smartphones kann man da auch eine ganze Menge tolle Fotos machen. Ich zeige euch gleich mal eins. Und auf den ersten Blick erkennt man gar nicht, dass es ein Smartphone ist, womit das Foto gemacht wurde, sondern man konzentriert sich eben wirklich sehr auf das Motiv und das will man ja auch am Ende haben. Tipp Nummer 4 wäre, setze einen Polfilter ein. Wenn du das noch nicht getan hast, empfehle ich dir auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Und zwar hat der Polfilter den Effekt, dass er alle Spiegelungen nimmt. Das heißt also, wenn du fotografierst mit spiegelnden Oberflächen, das kann Glas sein oder Wasser sein, dann wirst du keine Reflexionen mehr haben und das Ganze sieht eher matt aus. Ein sehr cooler Look. Es gibt eine Menge Fotografen, die schwören auf diesen Look, gerade wenn es gerade frisch geregnet hat, und ziehen nur deshalb in den Wald. Und Tipp Nummer 5, schütze dein Equipment. Und zwar, wenn es geht, nicht mit Plastiktüten. Ja, man kann Plastiktüten über das Objektiv stülpen, dann ist das Objektiv geschützt vor Nässe. Ich bin kein Freund von, die Welt ist schon genügend mit Plastikmüll zugeschüttet worden. Ich glaube, da gibt es auch andere Alternativen, wie zum Beispiel die einfache Regenjacke, wo man die Kamera drunter halten kann, dann ist sie auch geschützt. Man kann sich auch dementsprechende Schutzhüllen kaufen für die Kamera. Wenn man Objektive kauft, die spritzwassergeschützt sind, hat man da auch einen Wasserschutz. Also ich glaube, da gibt es Alternativen. Denkt mal drüber nach. Ich glaube, die Umwelt ist es auf jeden Fall wert. So, das waren also meine 5 Tipps zum Fotografieren bei schlechtem Wetter. Wenn du noch etwas hast, was ich vielleicht vergessen habe, schreibe es in die Kommentare unter diesem Video. Ich freue mich über jeden, der etwas dazu beiträgt. Dann können wir uns ein bisschen austauschen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und tschüss. Tipp Nummer 2 wäre,